Gentlemen, ahoi und willkommen zurück zum Bubblegum Simulator mit meinen süßen kleinen Pets. Hallo Level 2018 Maus Level 25 und hallo Orange Deer Level 17, Freunde. Der Bubblegum Simulator hat ein Update rausgebracht und in dem befinden wir uns gerade, denn wir sind hier im, und das ist unschwer zu erkennen, da, seht ihr das? Das sind Bonbons und da ist eine ganze Kiste voll mit Bonbons. Wir sind nämlich hier im Candyland gelandet, Leute. Es ist ein bisschen was passiert hier im Bubblegum Simulator. Wir haben das Ganze ja schon ein bisschen öfter gespielt und ich habe mir gedacht, hey, wir haben schon ein paar coole Tiere, ein paar coole Pets bekommen und wir haben auch mal eine Folge gemacht, wo wir wirklich einfach alles geöffnet haben. Alle Kisten, die wir hätten kaufen können, haben wir geöffnet. Und jetzt sind natürlich noch ein paar mehr Eggs hier, wenn wir uns das mal anschauen. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir haben natürlich noch keine Candies. Wir haben gerade 21 Bonbons gefunden, aber das reicht uns noch nicht. Hier braucht man 400 Stück für, um sich das erste Ei zu kaufen. Für das teuerste. Hier vorne sogar 200.000. Das wird auf jeden Fall... Hey, was ist denn das für ein Pet, was er da hat? Ey, das sieht ja mega cool aus. Also, das sieht schon ein bisschen gemein aus, ne? Also, ich bin mit meiner Maus, die da unten ist, sehr, sehr zufrieden. Die ist nämlich mega süß, wenn man die so anguckt. Aber das ist schon... Ich meine, das schimmert, das glitzert so sehr. Ich finde das mega nice. Also, Leute, wir haben ein bisschen was vor. Wir haben hier vier verschiedene Portale, die wir quasi entdecken müssen. Da geht es natürlich, wie immer, ganz, ganz weit nach oben. Und wir haben einmal hier Gumdrop Island. Das ist irgendwas mit Gummibärchen, nehme ich an. Dann Rewards Island. Dann haben wir Sugar Island, das Zucker Island. Und natürlich auch noch das Candy Island, wo es dann wirklich um die Süße geht. Ich blase erstmal hier mein Kaugummi aus. Wir haben hier diesen wunderschönen Wolken-Kaugummi oder keine Ahnung, was es sein soll. Ich weiß es nicht. Wir blasen das Ganze mal auf. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass man dann immer nichts sehen kann. Das heißt, vielleicht wechseln wir einfach nochmal. Wir haben eine Belohnung bekommen. Sehr nice. Nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Vielleicht wechseln wir einfach nochmal unseren Kaugummi auf irgendeine andere Art. Warte mal, das sieht auch so aus, als könnte man da nicht durch. Oh, ein Butterfly, ein süßer Candy-Butterfly. Da hat jemand auf jeden Fall hier schon die Candy-Map gespielt und er hat sich schon ein paar Tiere gegönnt, würde ich so sagen. Aber ich würde ganz gerne, ja genau, lande da mal am Spawn, da geht's glaube ich zurück. Ich sehe halt nichts, Return Home, da geht's wieder zurück, genau. Ich würde ganz gerne irgendeine Bubblegum-Art haben, wo ich tatsächlich auch was sehen kann von dem, was ich hier spiele und damit ihr auch was sehen könnt. Ansonsten haben wir nämlich ein kleines Problemchen so. Das heißt, wir müssen das Ganze einmal verkaufen gehen. Wir könnten das natürlich jetzt für mehr Geld verkaufen, aber ich renne jetzt einfach mal hier hin, weil, ach, geht ganz schnell. So, Kaugummi-Art können wir hier ändern und zwar die Geschmacksrichtung. Und wir haben momentan, glaube ich, drin. Welchen haben wir drin? Ah, wir haben gar keinen von hier. Wir haben nämlich auch den Strudel im Besitz. Aber wir haben gar keinen von hier drin, sondern ich glaube sogar, man konnte sich irgendwo hier mehr Gum kaufen, wenn ich mich nicht irre. War das hier? Nee, da ist der Alien, bei dem man das Ganze verkaufen kann. Da sind wir jetzt auf jeden Fall noch nicht richtig. Aber was ist mit dem Portal hier? Lass uns mal schauen. Come on. Und... hier kann man sich, ja, hier kann man sich was kaufen, Geschmacksrichtung. Und wir haben gerade drin Aqua. Und wir können uns doch schon viel mehr leisten, Leute. Wir haben 2,5 Millionen, das heißt, wir können uns zum Beispiel Lava kaufen. Wir könnten uns vielleicht auch, wenn wir noch ein bisschen sparen, Gift kaufen, wenn wir das umtauschen. Hm, was machen wir denn da jetzt am besten? Das bringt natürlich auch was. Wie viel? 135, der bringt 250. So, wir kaufen uns jetzt erstmal hier das Lava-Ding. Come on. Und da kann man noch weniger durchgucken. Okay, wer hätte das gedacht? Na gut, Leute, dann müssen wir damit wohl leben. Wo kommen wir zurück? Hey, wir können hier auch ein paar Eggs kaufen. Wollen wir mal irgendeins öffnen? Wir haben so dermaßen viel Geld. Wir können uns hier einfach mal, zack, das coole Ei hier kaufen. Und wir bekommen raus... oh, eine Weltraummaus. Wieso krieg ich denn immer Mäuse? Ich kriege hier von Anfang an für alles immer nur Mäuse. Warte mal, das können wir doch direkt mal... wo ist die Weltraummaus? Da ist die, die leuchtet, deswegen finde ich die so cool. Ich glaube, die Weltraummaus, die leuchtet nämlich nicht. Make shiny. Die strahlen so. Deswegen habe ich die ausgerüstet. Ich will nur die strahlenden. Okay, Leute, wir machen noch eins auf. Komm schon, come on, was Cooles. Und wir haben eine Weltraummaus. Das gibt's doch gar nicht. Mann. Also, das ist das häufigste Item da drin. Komm, jetzt aber. Jetzt aber was Cooles. Und wir haben einen galaktischen Engel. Oh mein Gott, der sieht cool aus. Jetzt bin ich schon wieder hochgesprungen. Ach, Freunde, ja. Das ist der Fehler hier am Bubblegum Simulator. Immer wenn man hochspringt, dann dauert es so Ewigkeiten, wie man, bis man wieder unten ist. Was haben wir jetzt bekommen hier? Warte mal. Weltraummaus, Weltraummaus. Das haben wir jetzt zweimal. Brauchen wir gar nicht. Galaktischen Engel irgendwie, ne? Hey, ausrüsten. Das lass dich mal sehen.
Ja, du siehst auf jeden Fall nicht schlecht aus. Auf jeden Fall leuchtet er ein bisschen. Aber ich glaube, ich bleibe dabei, dass ich mit zwei Tieren hier rumlaufen möchte. So, das heißt, hier können wir natürlich unseren Weg zurück einmal beschreiten und können jetzt ins Candyland voranschreiten, welches dort hinten irgendwo sein müsste. Ich sehe, wie gesagt, nicht so viel hier im Bubblegum Simulator. Finde ich irgendwie so ein bisschen... Aber wir könnten auch eigentlich... Ach, so, Freunde, wir haben einen Kaugummi gefunden, durch den man tatsächlich etwas sehen kann. Das ist der absolute Wahnsinn. Es ist der Void-Kaugummi. Der ist einen schlechter als unser Aqua-Kaugummi, den wir haben. Und natürlich noch wesentlich schlechter als der Lava-Kaugummi, den wir auch schon haben. Aber wenigstens können wir damit was sehen. Und ihr seht was von dem Game. Das ist auf jeden Fall wichtiger, als dass der Kaugummi jetzt besonders viele Punkte uns bringt. So, das heißt, wir können jetzt durchstarten hier im Candyland. Und ich würde sagen, wir haben ein bisschen was schon aufgeblasen von unserem Kaugummi, das geht immer relativ fix hier. Wir machen gerade 473 Bubbles pro Blastvorgang sozusagen. Da hinten läuft auch jemand lang, der hat einen violetten Kaugummi. Und sein Kaugummi ist schon 83.000 groß. Aber ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal möglichst weit. Oh mein Gott, schaffen wir es auf die da? Ja, das sollten wir doch auf jeden Fall schaffen. Okay, das haben wir auf jeden Fall hingekriegt. Und zack, weiter geht's nach oben. Oh mein Gott, okay, wir fliegen auf jeden Fall schon relativ hoch, muss ich sagen. Dafür, dass wir gerade erst angefangen haben, diesen Kaugummi aufzublasen. Das Problem ist, dass wir da nicht vorbeikommen. Nein, nein, nicht ganz runterfallen. Oh mein Gott, okay, das war ein bisschen... Warte mal, kommen wir hier? Nein, warte mal, oder doch? New Island is covered. Okay, das ist schon mal sehr nice. Wenn wir hier hochspringen, yes, alright, so funktioniert das ganze doch. Aber ich würde gerne mal auf die Insel da unten runterschauen. Wir können uns mal diesen Reward hier holen, so, den haben wir. Und da vorne ist die erste Insel, auf der man landen kann, hier im Candyland. Und da gibt es eine Candy Chest, wie süß. So, das nehme ich mir auch nochmal mit hier. Ein paar Süßigkeiten brauchen wir ja auf jeden Fall. Den Kaugummi müssen wir weiter aufblasen, das vergesse ich nämlich ganz gerne mal. Und die erste Candy Chest wird geöffnet in 3, 2, 1 und... Oh, verdammt, falsche Richtung. Okay. Haben wir sie jetzt bekommen? Was haben wir bekommen? Ich glaube, 1000 Candies oder sowas haben wir bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Alright, dann geht's mal weiter nach oben hier. Auf den kommen wir rauf. Auf den da oben weiß ich nicht. Das versuchen wir gar nicht erst besser. Da oben sehe ich gerade schon lila Wolken. Ich glaube, lila Wolken sind ganz gut. Okay, das haben wir auch geschafft, den Sprung. Weiter nach oben. Jetzt diese Orange hier. Okay, es geht, es geht, es geht. Und, nur noch dahin. Und da oben ist schon die nächste Welt, Leute. Da oben ist schon... Oh mein Gott, wir sind hier hochgesprungen. Ah, jetzt haben wir wieder das Problem, dass wir hier nicht... Kommen wir da vorbei? Ja, okay, wir sind vorbeigekommen. Sehr, sehr nice. Und dann sind wir auch schon beim Rewards Island. Können die Blasen einsammeln. Oh mein Gott. Nein, was war das? Ich bin da einfach... Was war das denn? Ich wurde einfach von der Insel abgeprallt. Das fand ich aber nicht nett. So, okay. Holen wir uns das nochmal. Und dann können wir wieder hochjumpen. Zu der, die prallt einen ja so richtig, richtig ab irgendwie. Ich weiß gar nicht, was es soll. Okay, versuchen wir es nochmal. Auf diese Wolke hier. Okay, jetzt schaffen wir es aber. Jetzt schaffen wir es. Zack, auf die Insel. Yes, okay, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind auf der richtigen Insel. Ich sehe den Kaugummi eigentlich gar nicht mehr, den ich aufblase. Der ist unsichtbar geworden. Finde ich ganz gut, weil da kann man wirklich sowas sehen hier von dem Game. Und das ist ja dann mal auch nicht schlecht. Okay, da vorne kann man hin, da gibt es Rewards, aber ich weiß gar nicht, was es soll. Lass uns mal da hingehen. Was? Okay. Für 100? Climb? Ah! Okay. Haben wir denn so viel? Wir haben noch 200 Candies. Nein, wir können uns die noch nicht holen. Wir haben uns jetzt die drei Pets freigeschaltet, aber das vierte können wir uns noch nicht holen, weil... Oh mein Gott, und es geht hoch bis zu... Wie viele gibt es hier? Wie viele coole Pets gibt es hier? Warte. Das kann ich sein. 150. Und die kosten immer mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Das wird schwer. Das wird sehr schwer. Das können wir uns leider noch nicht leisten. Aber wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was sammeln hier. Damit wir die ganzen Pets auch noch freischalten. So, kommen wir da nach oben? Nein, wir fallen nach unten. Aber bitte nicht zu weit. Danke sehr. Okay, was kommt als nächstes? Wenn ich mich richtig erinnere, müsste irgendwas mit Sweets kommen. Irgendwas mit Sugar. Ich glaube, das Sugar Island oder sowas sollte als nächstes kommen. Was ist eigentlich eure Lieblingssüßigkeit, Freunde? Was mögt ihr am liebsten? Ich stelle euch hier an der Stelle mal eine Infokarte rein. Da könnt ihr einfach mal anklicken, was ihr so gerne nascht. Wäre auf jeden Fall mega cool. Also ich mag gerne Schokolade und Gummibärchen. Ich mag eigentlich alles gerne. Alles, was süß ist. Und da sind wir auch schon auf dem Sugar Island. Yes, alright. Was gibt's hier? Bitte eine Kiste. Ich will eine Kiste öffnen. Exchange. Oh nein. Ich will nichts tauschen. Ich will gerne eine Kiste. Was kriegt man denn hier jetzt? Für 10. Oh mein Gott. Für 10 von diesen. Keine Ahnung, was das für Kristalle sind. Kriegt man einen Bonbon. Nee. Nee. Nee, das mache ich nicht. Das ist kein fairer Tauschkurs, finde ich.
Ich meine, klar haben wir nur 500 Bonbons gerade, aber ich finde, es geht auf jeden Fall ein besserer Tauschkurs als 10 zu 1. Das möchte ich nicht tauschen. So, wir kriegen hier 30 Bonbons schon von den großen Kisten. Ich glaube, je weiter hoch man kommt, desto größer werden auch die Kisten, die man hier bekommen kann. Das habe ich nämlich letztens mal beobachtet. Oh nein, da war was. Okay, warte mal. Ich bin gerade vorbei. Nein. Oh mein Gott, okay, warte mal. Wir schaffen das. Wir müssen da dran vorbei. Und jetzt hier hoch. Komm schon! Yay! Wir schaffen es! Oh, Gott sei Dank. Okay, wo kommen wir als nächstes hin? Da oben auf die Wolke. Ja, das passiert, das passt auch. Sehr nice. Kaugummi blasen wir immer weiter auf. Ich glaube sogar, dass wir jetzt gerade hier auf dem finalen Endspurt sind. Denn es müsste gleich geschafft sein. Eine neue Belohnung. Vielen Dank. Oh mein Gott, das war knapp. Das war knapp. Das kommt davon, wenn man Rewards einsammelt, während man gerade am Springen ist. Da unten ist einfach eine grüne Kiste. Was sind grüne Kisten? Warte mal. Das will ich wissen. Die ist grün. Kriegt man da was für? Man bekommt Candies. 120 Stück. Okay, das ist gut. Das ist gut. Ich wollte gerade fragen, ob es hier noch irgendwelche anderen Items gibt oder sowas. Aber man bekommt einfach nur Candies. Wie viel bringen die hier? Die bringt 15. Okay, deswegen ist 120 wahrscheinlich schon ein bisschen was Besonderes. Ah, wo springen wir denn jetzt hin? Oh nein. Bitte zurück auf die Wolke. Ich weiß nicht, wo ich hinspringen soll. Da vorne. Die rote da, die obere. Schaffen wir das? Oh mein Gott, das wird knapp. Das wird knapp. Aber wir schaffen das. Sehr nice. Können einen neuen Reward einsammeln. Und dann haben wir es, glaube ich, auch hoffentlich bald geschafft. Oh nein, immer springe ich da mit dem Kopf gegen. Langsam muss mein Kopf doch mal irgendwie einen Schaden davon nehmen. So, alles klar. Auf diese Wolke rauf, da ist nicht mal was gespawnt, oder? Auf der Wolke da unten? Nee, die ist leer. Keine Ahnung, warum. Das Ziel ist nah, meine Freunde. Und wir haben das Candy Island. Das Kammert. Jetzt geht es voran zum letzten Sprung. Und dann haben wir das Candyland bezwungen. Freunde! Warte. Zack. Da sind wir unten und da ist die Candy Chest. Ich will jetzt erstmal die ganzen Candies hier einsammeln, die hier überall für mich rumliegen. Oh yes, leckere Süßigkeiten hier überall. Nehmen wir uns mit. Auf der anderen Seite sind vielleicht auch noch welche. Okay, das ist nice. Und dann können wir gleich einmal die Candy Chest öffnen. Und das Allerbeste ist, dann haben wir hoffentlich genug Candies, um uns mal irgendwas Cooles hiervon zu kaufen. Candy Chest, ich komme! Yay, 10.000 Candies aus einer Chest. Das ist mega nice. Dann sammeln wir das Ganze hier nochmal ein. Das spawnt nämlich alles relativ schnell neu und können auch schon zurück. Wir müssten nämlich jetzt alle Areas discovered haben. Und das haben wir auch tatsächlich. So, meine kleinen Eier hier vorne. Jetzt kommt mal her. Was können wir uns denn jetzt leisten? Wir haben gerade mal 10.000 Candies. Das bedeutet, wir können uns noch nicht mal das 75.000er Candy-Ei kaufen. Wir können uns auch noch nicht das 200.000er kaufen. Wir können uns gerade mal dieses einfache Starter-Candy-Ei kaufen. Warte mal, was kostet denn? Was kosten denn 200.000 Süßigkeiten, wenn man die hier kauft? Kann man die kaufen? 200.000 Süßigkeiten kosten nur 10 Robux? Echt jetzt? Warte mal, die kosten 40. Wie viel brauchen wir? Okay, Leute, wir kaufen uns hier einfach mal 800.000 Candies. Ich weiß nicht, warum ich so wenige von denen bekommen habe. Und ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt mal hier. Zack, das erste Ei. Das ist ein Ice Cream Ei. Und wir bekommen einen Strawberry Bunny, wie süß. Oh, Hasen sind mit meinen Lieblingstiere. So, dann haben wir ein süßes Fruchttier. Oh mein Gott. Alles klar. Das ist einfach ein Gummibärchenhaustier. Warte, wo ist der denn? Ist das der Orange Gummy Bär, wenn man den hier ausrüstet? Der sieht, oh mein Gott, der ist durchsichtig. Das ist halt echt so ein Süßigkeitenbär. Ey, das ist mega cool. Ich habe jetzt aber schon einen Orange Deer. Ich kann nicht zwei orange Tiere hier die ganze Zeit ausgerüstet haben. Tut mir leid. Eins zur Zeit geht nur. So, der kommt weg. Oder können wir jetzt hier das letzte Ei nochmal öffnen? Es ist ein Slushy Egg. Und wir bekommen ein Slushy Deer. Yeah, mega nice. Was haben die denn für eine Seltenheitsstufe? Das will ich jetzt auch nochmal sehen. Hier Verzeichnis von den Candy Eggs haben wir bekommen. Das eine steht hier, die anderen stehen scheinbar gar nicht mit drin, oder? Sehe ich gerade. Ach nee, das ist das häufigste. Na gut, wenn das häufigste ist, will ich jetzt noch mal eins öffnen, Freunde. Bisschen Geduld müsst ihr noch haben. Und wir bekommen ein Rainbow Bat. Auch cool. Hey, das ist echt nicht schlecht, was wir für coole Tiere bekommen haben. Das Rainbow Bat, das könnte ich mir sogar vorstellen. Wo ist denn das hin? Wo haben wir das Rainbow Bat? Da ist ein Dog, da ist Slushy Deer. Wir brauchen aber das Süße. Wo haben wir das? Rainbow Bat, da haben wir es. Ausrüsten. Zeig dich mal. Ja, das sieht nice aus. Das sieht mega nice aus. Ich muss sagen, ich fühle mich immer besser hier mit meinen kleinen, süßen, scheinenden Tierchen. Freunde, das war's mit dem heutigen Part vom Bubblegum Simulator. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und ja, lasst eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns morgen im nächsten Video. Bis dann, noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.